Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, JLMPC. In diesem Video stelle ich euch eine Intel Order-Lake-Konfiguration vor, die recht preiswert ist. Preiswert ist jetzt in diesen Zeiten natürlich sehr kritisch zu betrachten immer. Preiswert heißt in diesem Fall 2000 Euro. Dem kann man dann alles zocken, locker, ohne Probleme. Und ja, ich muss direkt schon zu Anfang sagen, ich halte die Konfiguration für mäßig sinnvoll. Für denselben Preis kriegt man eine, ja, dann schon ein bisschen stärkere CPU, was vor allem was Allround angeht. Vor allem, weil das Mainboard noch sehr teuer ist. Eigentlich nur, weil das Mainboard noch sehr teuer ist. Und ja, kommen wir zur Konfiguration. Wir verwenden hier das MSI Pro Z690A DDR4. Hier ist DDR4 wichtig. DDR5 RAM ist viel zu teuer aktuell noch, dass es für eine preiswerte Konfiguration Sinn macht. Und ja, generell würde ich DDR5 aktuell nicht mit dem i5 paaren, sondern erst höchstens mit dem i7 oder eher schon dann eher mit dem i9. Und ja, das ist ein Full ATX Mainboard. Ist schön schwarz, wie man hier sieht. Kühlkörper da, alles super. Und ja, auch genug RAM-Bänke. Und ja, in diese RAM-Bänke stecken wir dann dieses Dual-Channel-Kit vom Fury Beast. Das ist DDR4-RAM mit 3600 MHz, C16, heißt guter RAM mit schöner RGB-Beleuchtung und auch recht preiswert mit 70 Euro. Also top. Als SSD für Windows 10 und die Spiele verwenden wir hier eine Kusche-P2-SSD. Das ist eine M.2-SSD, ein NVMe-Protokoll, heißt echt schnell. Und das mit einem Terabyte, die kommt unter den schönen schwarzen Kühlkörper hier und dann ist alles top. Als CPU verwenden wir den i5-12600KF. Das ist von der neuen Alder Lake-Generation, hat 6 Kerne, 6 Performance-Kerne und 4 Efficiency-Kerne. Also quasi 6 Leistungskerne und 4 Energiesparkerne. Hier müsste man dann auf Windows 11 setzen. Windows 10 ist natürlich auch möglich, aber Windows 11 ist für die CPU besser optimiert. Und ja, eine TDP von 125 bis 150 Watt. Da halten sich die meisten Mainboards nicht so ran. Also die zieht gut und gerne mal 250 Watt. Und ja, genau deswegen dann diese Kühlung. Ein Arctic Freezer 2, 360 ARGB, das ist ein 360 mm Radiator. Mit 3 ARGB-Lüftern und ja, das ist, ich gebe als nächstes Tests, ist der Arctic Freezer 2 360 immer der Top-Performer gewesen und dazu ist er auch noch recht günstig. Also wir sehen hier mit den ganzen ARGB-Lüftern gerade mal 100 Euro und das ist dann schon schick. Die Grafikleistung wird bereitgestellt von der RX 6700 XT. Das ist eine Grafikkarte, die reicht locker für WQHD alle Spiele auf den maximalen Einstellungen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber ja, das ist die Regel. Die 12 GB RAM sind auch mehr als nur genug. Und ja, wir sehen hier, wir brauchen zwei, einen 8-Pin, einen 6-Pin. Und ja, diesen stellt das Be Quiet Straight Power 11 Platinum bereit. Das ist ein 1000 Watt Netzteil, das mag jetzt erstmal viel vorkommen, aber wenn wir dann gucken, die Grafikkarte 250 Watt, die CPU 250 Watt, das sind schon 500 Watt und dann die ganzen anderen Teile noch, sind wir ungefähr bei 600, 700 Watt und wenn man dann noch ein bisschen Puffer einrechnet von 200, 300 Watt, sind wir schon bei 1000. Es ist, weil, ja, die neuen Intel CPUs verbrauchen halt noch sehr viel Strom. Und das ist hier voll modular und das ist deswegen voll modular, damit das in einem Gehäuse schön einfaches zu verbauen, das Intertech C702 Diorama. Hier wandert dann der Radiator unten rein und die Lüfter oben. Und so erreicht man dann die optimale CPU-Temperatur. Die Grafikkarte wird ein bisschen wärmer, wenn man lieber die Grafikkarte ein bisschen kühler haben will und die CPU dann 2, 3, 4 Grad wärmer haben will, kann man auch den Radiator oben hin machen. Und ja, dann noch Lüfter unten hinten und einen hinten und der hinten pustet dann rein.
So vorne gehen keine Lüfter rein, weil das so ein Glasfenster, damit man alles schön sieht. Und ja. Für hinten der Lüfter. Auch wieder ein Arctic P12 ALGW-Lüfter. Derselbe wie in der Wasserkühlung. Und ja, und die drei Lüfter kommen dann auch noch rein. Und ja. Hier ist die Liste. Alles kommt auf ungefähr 2000 Euro. Ist auch alles verfügbar. Kann also jetzt bestellt werden. Und ja. Was die Leistung anbetrifft, kann man einfach auf YouTube gucken. RX 6700 XT. Und dann das Spiel, was man wissen möchte. Oder einfach generell Benchmarks. Ich verlinke mal den von Hardware Unboxed unten. Und zur CPU auch noch einen Benchmark. Verlinke ich unten. Weiß noch nicht von wem. Könnt ihr dann schauen. In der Videobeschreibung. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.